Nacht vom 2. auf den 3. Travia. Ihr habt euch nach vorne gekämpft. Durch die Ghoul-Tunnel und die verfallenen Gebäude in die Keller des Labors in der Mauergasse 3. Der Kampf an sich hat euch angestrengt, aber nicht verletzt. Die Unzahl von kranken und ansteckenden, tierhaften Leichnamen auf engem Raum war kein Problem. Doch hier merkt ihr das Brennen eurer Glieder. Die Luft hier unten ist ätzend und giftig. Nach eurem kurzen Kampf in der Dunkelheit gegen Professor Strüger könnt ihr die Umgebung sogar auf eurer Zunge schmecken. Ein bitterer Geschmack liegt darauf, sie fühlt sich pelzig an und ihr habt brennenden Durst. Luft holen sticht in der Lunge und ihr müsst stetiges, kratziges Husten und Würgen unterdrücken, eure Haut kribbelt unangenehm. Durch die Keller in den Berg hinein steht ihr nun vor Lurith Mangrace. In der Nacht eine 3 Meter große Dämonengestalt mit Flügeln ragt er wie ein Albtraum vor euch hoch. Er sieht nicht überrascht aus, sondern wütend, dass er bei seinen Forschungen gestört wurde. Links und rechts in der Hand zerdrückt er gerade leere Fiolen. Träge Flüssigkeit läuft aus seinem Mundwinkel entlang und er greift nach 2 weiteren Fläschchen an seinem Gürtel. Mordlust schimmert in seinen geschlitzten Pupillen. Was wollt ihr tun? Auf dem Weg hierher hat Isarun schon einen Fortifex in der Variante bewegliche Wand vorbereitet und dieser nimmt nun seinen Effekt an. Sie tritt als erstes in die Höhle. Gut. In deiner Hand hast du immer noch den kleinen gewachsenen Raphim, 60 cm, kannst ihn auf den Boden absetzen, tockst da mal mit deinem Magierstab auf den Boden und die Wand vor dir flimmert auf. Wo hättest du sie gerne? Beweglich? Bewegliche Variante, genau. Also dann so in Armeslänge vor mir. Okay, gut. Aber mir spricht derweil einen Aeolithus in der Variante lieblicher Duft. Ein kurzer Windstoß geht von seiner rechten Hand aus und bläst aus seinem Mund ein lieblicher Duft, der den Gestank in dieser Höhle ein wenig vertreibt, sodass die Gefährten durchatmen können einmal. Gut. Die anderen haben schon einmal gewürfelt. Isarun darf noch einmal Ausdauer regenerieren. Ohne Probe einfach deine Konsti. Wird hier als Ausdauer gut geschrieben. Boltax hat sich in der Zwischenzeit in dem Höhlensystem einmal umgesehen, um einzuschätzen, ob die Tunnel und Gänge überhaupt einem Kampf standhalten würden. Oder ob Einsturzgefahr besteht. Ja, du hast auf dem Wege hierhin nicht nur die Kellergewölbe dir angesehen, sondern jetzt auch diese natürliche Höhle, die ein einziger großer Riss im Mulchenberg ist, wie es wohl auch sicherlich Kunkeras Höhle zu sein scheint, die ihr, vor allem Isarun, schon einmal erblickt hattet. Und du bist der Meinung, dass sie sehr instabil aussieht. Es geht nicht nur so darum, dass es hier Einstürze gibt von oben oder sowas, sondern vor allem können sich diese Risse auch mit wenig Geschick im Gestein weiter ausbreiten und weiter reißen. Als ob irgendetwas Riesiges von unten gegengedrückt hat. So etwas wie Stalaktiten und Stalagmiten gibt es aber nicht, oder? Nein, keine Stalaktiten, keine Stalagmiten. Gut. Während ihr dort steht, euch langsam die Luft wieder ein bisschen besser wird, habt das Würgen und dieses kratzige Husten im Hals dann mit dieser Aeolithus-Wolke von Abelmir bzw. von Tion unterdrücken können, könnt ihr jetzt noch einmal auf die flirrende Gestalt von der Lurith blicken, der mit einem Menschen in der Nacht nichts mehr zu tun hat, sondern von einem Fluch getroffen, könnt ihr die Gestalt mit den Flügeln aufragen sehen und er ist tatsächlich schon sehr einschüchternd. Bekomme bitte eine Mutprobe von euch allen plus 3. Schreckgestalt. Ich denke, ich möchte die schippen. Solltest du tun, wenn du mitkämpfen möchtest. Seht mich an und verzweifelt. So, Jalan schippt und kann trotzdem nicht mitkämpfen. Du weichst zurück an die Felswand. Derweil sind alle anderen handlungsfähig. Nein, Abelmir auch nicht. Ich auch nicht. Voltax auch nicht. Währenddessen könnt ihr erkennen, wie wohl Asavo von hinten ebenso angerannt kommt. Und zu eurer Überraschung, ihr habt das gar nicht mitbekommen, er trägt die kleine Blütenfee in seiner Hand. Er ist nützlich. Gut,
Dann können wir von meiner Seite aus in die Initiative gehen. Gewürfelt hattet ihr schon. Der Kampf beginnt. Wir fangen an auf der 12, Boltax. Du bist handlungsunfähig, wir ziehen dich einfach mal vom Bord. Richtig. Ja. Ich würde trotzdem gerne die Waffen ablegen, die ich von Raffin bisher getragen habe. Das ist okay. Jalan, 14, handlungsunfähig. Das ist, wie kann ich wieder handeln? Wann kann ich wieder handeln? Neue Mutprobe plus 3. Jede Runde. Ja. Also Anfang nächster Runde. Ja. Genau. Allurath trägt, wie gesagt, in seiner Hand zwei weitere Reagenzien. Und er schiebt sie wohl gerade, aber mir kann das erkennen, weil er Horasia ist, in eine Bela, in ein armbrustartiges Gerät, mit dem man kleine Glaskapseln verschießen kann. Ihr könnt allerdings, ihr könnt nichts weiter sehen. Ihr seht, wie gesagt, nur noch, dass irgendwie Speichel oder Flüssigkeit klebrig an seinem Mundwinkel hängt. Also er hat schon zwei Fiolen getrunken, was auch immer es war. Savo bietet die Blütenfee beliebigen Personen an und hält sie einfach in eure Richtung. Abelmir. Ich bin handlungsunfähig. Du bist handlungsunfähig. Du hattest noch das Gegengift. Auch das kannst du ablegen, müsste sich Raffim dann selber holen. Dann Raffim, 22. Ja, ich nehme das, was Abelmir mir geben wollte und trink das. Gut, Aktion, Position zu ihm. Du kannst zwischen den Beinen der anderen herumwuseln. Das ist also nur eine Aktion. Und kannst dann die Fiole entkorken. Diese Runde, ja. 22. Ich möchte das Wesen blitzen. Gut. Willst du mir schon die Magieresistenz sagen oder gucken wir erstmal auf die Probe? Erstmal bitte die Probe, genau. So, es ist ja nur der eine im Raum, richtig? Korrekt, er ist alleine. Okay. Doppel 1. Du merkst, wie du nicht an seiner Magieresistenz kleben bleibst, allerdings schimmert vor ihm in 3 Meter Entfernung ein großes Schild auf, was den Blitz absorbiert. Ein Guardianum. Gut, dass ihr hier seid. So, nächste Kampfrunde, die 12. Ja, ich würde gerne eine neue Mutprobe plus 3 würfeln. Das wäre gelungen. Mutprobe plus 3. Dann bist du wieder handlungsfähig. Ich schieb dich auf die 12 ohne neue Auswürfeln. Ja. Dann kannst du noch eine Aktion handeln. Ich würde dann die Blütenfee von Asavo nehmen. Gut. Dann kannst du die Blütenfee nehmen und deine Selbstbeherrschungsprobe ist aktuell nicht erschwert, sondern einfach nur eine einfache Selbstbeherrschungsprobe, falls du Ausdauer brauchst. Okay. Ja, dann Mutprobe. Sehen wir mal. Ich fasse mich. Du fasst dich, kannst von der Wand wieder zurückreichen und bist auf der 14 mit einer Aktion noch. Fange an zu mich vorsichtig vorwärts zu tasten. Also eine Aktion Bewegung, 5 Schritt. Habe ich mal eine freie Aktion? Ich habe eine freie Aktion, oder? Bitte achte auf die Tische. Ja, die Linie ist. Warte, so. Ich gehe hier hin, mach mal so. Hier hin. Stopp. Iseron hat ein Schild vorgezogen und der gilt auch für dich. Der ist aber nur 2 Schritt breit. Genau, also der kann da problemlos vorbei. Das ist 2x2. So. Ich dachte, du machst den ganzen Raum zu. Gut. Nein, ich habe den ja extra beweglich gezaubert. Wie viele freie Aktionen habe ich? 2? Eine? Du hast noch eine Aktion Position. Ich habe keine freien Aktionen, also. Jetzt noch nicht. Nächster. Cool. Dann Schild erhoben, geht's schon langsam vorwärts. Gut, Schild erhoben, langsam vorwärts. 14, 20. Du bist die erste aggressive Person, er richtet die Bela auf dich und zielt. Asavo nimmt seinen immer noch zerbrochenen Kampfstab, hat jetzt links und rechts einen in der Hand und würde dir tatsächlich auch sowas wie folgen, nachdem er die Blütenfee an Boltax abgegeben hat. 22, nein, Abelmir, 21. Ich würde mich jedenfalls probieren, wieder ein Spiel zu bringen mit einer plus 3. Auch das ist gelungen. Die erste natürlich. Die erste ist gelungen, genau. 7, dann wanderst du wieder auch zurück auf die 21. Eine Aktion. Ich habe eine, ich sehe ihn noch nicht. Also auf gerader Linie nicht, aber du kannst dich halt. Position, Schritt halt, dass ich ihn sehen kann in Reichweite. Kannst du tun. Genau, stell dich hinter Isarun, dann kann sie A, alles abfangen, was für dich bestimmt ist, und B, hast du noch den Fortifex noch vor dir. Das war's. Gut, Raffim, 22. Wachse ich schon oder nicht?
Du hast ihn geöffnet, du musst ihn jetzt schlucken. Ich sage einfach mal, du fängst an zu wachsen. Ja, du hast das Gegenmittel getrunken, du fängst wieder an, normal groß zu werden. Das dauert allerdings. Okay, ich würde... bin ich dann fertig oder kann ich mich nochmal bewegen? Du kannst noch eine Aktionposition machen, ja. Du kannst auch noch erst auf meinem Arm bleiben und wir laufen jetzt erstmal ein paar Schrittchen vorne. Er ist sowieso in der von dem Arm hat er sich gelöst. Er steht jetzt gerade... Genau, okay. Ich musste das Ding aufsammeln. Ich würde meine Ausrüstung greifen und mich dann hier in Deckung begeben, weil ich bin 60 cm groß. Ja, noch, genau. Also Ausrüstung, du möchtest nur dein Schwert greifen, ja? Oder auch deine Rüstung. Also alles, wenn ich das mitziehen kann, ja, aber erstmal das Schwert natürlich. Ich wollte nur sagen, also wenn du dich jetzt ankleiden möchtest, das dauert halt den ganzen Kampf. Ich stelle mir vor, wie er das jetzt erstmal hinter diese Hecke schleift. Ja, ich bin halt winzig klein und hänge an diesem Schwert mit beiden Armen. Iserun, 22. Ja, ich möchte mich nach vorn bewegen. Mhm. Ich denke auch die zwei Aktionen. Achte auf deinen Fortifex. Noch schwebt er direkt vor dir. Ja, gut. Also ich meine... Er ist beweglich. Ja, kannst du ihn vielleicht vorbeischieben. Aber Yalan ist... Also Asavo steht gut, aber Yalan steht halt gerade schlecht. Ja, gut. Achso, ich dachte, du meintest irgendwie die Tische, aber da denke ich, kann ich mich dann so vorbeischieben. Ja, doch den kannst du hoch manövrieren. Ja, mit den Tischen geht geht nur also darum, dass du Yalan nicht mehr... Ich gehe jetzt erstmal 8 Schritt. Wie macht ihr diese Taste. Leerzeste. Aha. Das ist ja schnieke. Das Problem ist, du kommst mit dem Guardianum, ich weiß nicht, kommst du an Yalan vorbei? Also nee, kommst Schritt. Du nicht. 2 Meter, nee, kommst du nicht vorbei. Musst du da stehen bleiben. Oder drückst Yalan nach vorne. Oder du drückst Yalan nach vorne. Dann falle ich aber um und werde erschossen. Ja, das wäre doof. Okay. Oder du drückst Yalan nach vorne. Ich dich auch. Okay, dann Kampfrunde ist durch. Wir fangen wieder an mit Boltax. Stopp, Mangrath zieht vor und schießt auf Yalan. Pariere ich. Endlich neue Subjekte. Mit deinem Schild? Mit meinem Schild. Dann kommt jetzt eine Fernkampfprobe. Ich bin 2 Größenklassen kleiner, da mein Schild mir Deckung bietet. Er muss dein Schild nur treffen. Der Rest ist ihm erstmal egal. Wenn er auf mein Schild zielen will, dann ja. Wäre nicht so gesund für keinen Beteiligten. Ja, du kannst parieren. Ich kann parieren. Dann parieren wir. Brauche ich dann mein Schild hier unten? Sorry, hier steht aus dem Grund eine 35. Das ist natürlich falsch. Trag mal schneller an. Parade 35 ist nicht richtig, nee. Diese Parade wäre nicht gelungen. Nicht gelungen? Nicht gelungen. Dann merkst du, wie diese kleine Glaskapsel an deiner Rüstung zerspringt und du merkst, wie wohl sich über den nächsten Verlauf nicht nur deine Rüstung verrostet, sondern auch schwerer wird. Mangrace hatte vorgezogen, Boltax. Ja, ich würde mich gerne orientieren. Damit wäre ich dann bei 16 dran. Bei 16 nach einer Orientierung. Das dauert dich eine Aktion oder eine zwei? Eine Aktion, ich habe auch. Dann, Yalan hat einmal vorgezogen. Mit einer Parade kannst du noch... Ja, das war meine Reaktion. Agieren kann ich also. Genau, du kannst noch positionieren. Ich will da oben nicht durchlaufen, das ist bestimmt eine Falle, aber ich tue es trotzdem mal an, um Iserun aus dem Weg zu gehen. Bewegen wir uns hier einmal hindurch. 5 Schritt und 2 freie Aktionen. Mhm. Cool. Hast du dich bewegt? 14. Mangrace hat eine Aktion gehandelt, er lädt nach. Zweite Glaskapsel, die er schon in der Hand hatte. Asavo bewegt sich ebenso. Und bleibt erstmal hier stehen. Taktisch clever. Abelmir. Ich bereite einen Zauber vor. Du bereitest einen Zauber vor? 4 Aktionen? Okay, das wollte ich wissen. Dann bist du durch. 22 Rafim. Ja, wie groß bin ich denn? Mittlerweile 1 Meter. Also mein Schwert kann ich maximal hinter mir herziehen. Mhm, genau. Ist halt noch größer als du. Ja, dann mit beide Hände ans Schwert und dann laufe ich erstmal hinter Isaruns Schild. Ja, es gibt ein schleifendes Geräusch von Eisen über Stein und eine lange Kerbe, die jetzt gerade im Stein zurückbleibt. Boltax kann sich gerade noch besorgt in diese Richtung umsehen, denn du hoffst, dass es keinen weiteren Riss gibt. Dann nach 22 Iserun. Ja, ich möchte gerne über den Tisch drüber klettern. Mit Aktion Position dürfte das möglich sein, richtig? Mit einer Aktion Position kommst du auf den Tisch.
Oder du gibst mir eine Kletternprobe. Ich will keine Kletternprobe, sondern ich will eine Alchemieprobe von dir haben, um über diesen Tisch drüber zu kommen. Ja. Ich erschwere sie dir um 8. Du siehst verschiedene Säuren, Basen in gefährlichen Kombinationen, offenes Feuer. Alchemie plus 8. Ja, die ist gelungen. Ja, wusste ich, dass du das kannst. Dann kommst du auf den Tisch, hinter den Tisch. Mhm. Das hat mich jetzt eine Position gekostet. Genau. Und ich glaube, ich komme da aber nicht ganz vorbei, weil der wieder dieser der Engpass zu eng ist. Oder? Ah nee, ich kann mich seitwärts an Yalan vorbei bewegen. Dies dürfte gehen. Du kannst den Fortifex ja bewegen, einklappen, drehen, sollte gehen. Also ja, ich drehe mich dann halt und dann würde ich etwas weiter gehen. Achtung, wenn du gedreht bist, es sein, dass das Mangrace bei euch beide trifft, weil ihr beide vom Schild nicht abgedeckt werdet. Aber würde ich zulassen. Ja, dann ist der Schild ja zwischen uns, das heißt, es sollte keinen Sprühschaden geben. Dann gibt es keinen Sprühschaden, genau. Okay, dann werde ich mich einfach mal und... Willst du dich in seinen Rücken bewegen? Ja, ich muss ja Platz lassen für die anderen Nahkämpfer, beziehungsweise was der da hinterherkommt. Ankommt, genau. Gut, nächste Kampfrunde. Ich habe noch eine Aktion. Ja, Entschuldigung. Ich würde mich gerne dahin bewegen, wo dieser Run war. Gut. Nächste Kampfrunde. Mangrace zieht vor, ohne zu zielen und schießt auf. Ich muss gerade mal gucken, was er gerade geladen hat. Ja. Welche Ladezeiten hat der Junge überhaupt? Werde ich dir verraten, wenn das Ding durch ist. Und er schießt auf. Yalan sieht gerade gefährlich aus. Was hast du für eine Bewaffnung? Ich habe einen Startkolben und ein Großschild. Du siehst, aber ich halte ihm gerade eine Latte in die Hand. Ins Gesicht. Genau. Und also es wird alles schwerer. Ich kann dir gleich verraten, worum es ging. Und das wird alles rostig. Fernkampfprobe wäre gelungen. Auch mit der Plus 4 oben drauf? Ja. Ja, okay. Dann parieren wir diesmal. Ist es nicht gelungen, mal wieder. Gut. Dann wird jetzt Friedenswasser, Qualität F, dich einnebeln. Das heißt, du trachtest danach, alle Gewalt in Anwendung einzustellen und jeden dazu zu bringen, die Waffen zu senken. Und das gilt auch für deine Mitfreunde. Okay, ich weiß schon, was ich tue. Das ist sein Elixier. Er hat vorgezogen und wir machen weiter mit Yalan, 14. Gib mir, ich muss... Niemand wird um euch weinen. Ich mein winzig kleines Sekündchen, ich muss gerade durch den dämlichen Dings blättern. Ein Problem, da lasse ich dir sogar die Verwunderung Zeit. 16, Boltax. Ich würde mir gerne anschauen, was da auf dem Tisch so vor mir steht. Alchemieprobe. Alchemie hatte ich, glaube ich, nicht. Deshalb nur anschauen, nicht analysieren. Ja, Töpfe, Pfannen, Säuren, offenes Feuer, Pulver, Reagenzien, du bist verwirrt. Du machst das anders. Du machst das mit Bergkristallen. Ja, ist ja vollkommen in Ordnung. Gut, dann würde ich tatsächlich, weil es ist mir zu heiß, da drüber zu klettern oder so, wenn ich nicht weiß, was das ist. Diese Runde sind überall rübergerichtet, ne? Also das konntest du sehen. Die sah ziemlich elegant aus. Ja, aber ich weiß, wie elegant ich bin im Vergleich zu dieser Runde. Greift runter! 3, 2... Ja, ich gehe Asabo nach. Gut. Alul von Mangrace hat eine Aktion geschossen, er lädt nach. Asabo geht zu... Nö, er bleibt stehen. Ne? Taktisch clever, er bleibt erstmal stehen. Nee. Er ist ein Held. Er rennt zu Isarun. Hinter Schild, er ist ein Held. 21 Abelmir. Ich vollende meinen Zauber, rufe Asu Sud, deute mit dem rechten Hand auf das Wesen, was da hinten in der Ecke ist, also Alurus Mangrace, beschreibe in der linken Hand einen Kreis und eine blaue Kugel löst sich. Regeltechnisch Bewegung stören mit Erzwingen. Ja, Bewegung stören hat welche Eigenschaften, welche Merkmale? Telekinese, Antimagie. Ich muss gerade mal schauen. Gardianum, Zauberschild. Genau, das ist jetzt nämlich die Frage. Nee, was Gardianum, Zauberschild alles abhält. Nicht Telekinese und nicht Antimagie, meistens. Richtig. Gut, so, was hast du gesagt? Bewegung stören, das heißt, er kann... Bewegung erzwingen. Auf ihn. Auf ihn, natürlich auf ihn. Ja, das heißt, er kann sich nicht bewegen?
Er kann sich nicht magisch bewegen. Ich vermute, er ist ein magisches Wesen. Der Dämon, also die Flügel von ihm sind definitiv magisch, ja. Genau. Er kann nicht mehr wegfliegen. Genau. Und er kann auch keine Marschen, da kann er keine Paraphysikalität etc. Okay, super. Dann würfel den Zauber. Hattest du ihn schon gewürfelt? Ja, drei erleichtert. Nee, Sekunde. Schöne Idee. Das ewige Leben ist der Dämon. Ja, ich fürchte, das wird nicht reichen. Aber eine Magieresistenz. Aha, ja, nee, also Magieresistenz ist höher als 6. Ohne Schicksalspunkt und du hattest dann schon ausgegeben, wird das nichts. Genau. Dann 21, 22 Raphim. Ja, wie groß bin ich? Du warst eben 1 Meter groß, dann bist du jetzt 1,60. Okay. Kann ich mit 1,60 mein Schwert anheben? Ja. Okay, dann wird jetzt mein Schwert angehoben und ich kann da auch nicht drüber klettern, weil ich zu klein bin. Oh, also mit doch, würde gehen. Mit einer Hebi-Probe plus 8 kommst du darüber. Ja, das machen wir nicht. Ich renne zu Boltax und stelle mich taktisch klug dahin, wo Asafo gestanden hat. Gut, Iserun 22. Ja, ich möchte versuchen, Mangraith mit meinem Fortifex gegen die Wand zu drücken. Interessant, Körperkraftprobe gegen ihn. Der Schild hat keine eigene Körperkraft, oder? Nein, das ist meine Körperkraft. Okay. 18, 6. Er wird wahrscheinlich sowas wie eine KK von. Er hat kein KK-Elixier getrunken, das heißt, du kannst ihn gegen die Wand drücken. Geht gut, das heißt, er. Zu Bruch? Was geht zu Bruch? Nö, falls er noch irgendwelche Fläschchen hat. Ja, finde ich gut. Das war erstmal eine Aktion, Position von Iserun. Komm, was wollen wir denn? Wasser. Ach, er wollte gerade Buttersäure auf uns schmeißen. Nee, würfel mal eine Hauswirtschaftsprobe. Plus 4, damit er taktisch clever nicht gegen gegen den Tisch gedrückt wird, wo auch weitere Fläschchen stehen. Seine Flügel sind noch aufgespannt, da würde er jetzt direkt einmal durch die Flügel einmal den Tisch abwischen. Kann ich nicht stattdessen Alchemie würfeln? Ah, okay, erschwert um 10 plus 4, oder? Also Hauswirtschaft plus 4 oder Alchemie plus 14. Och. Für die Ableitung. Okay. Gucken wir mal. Meister der Improvisation dürfte weniger arbeiten. Wir sind, du kannst erkennen, wie Fläschchen zu Bruch gehen. Irgendwas Dunkles löst sich. Nächste Kampfrunde. Achso, nee, Entschuldigung, eine Aktion hast du noch. Was heißt denn irgendwas Dunkles? Also ist das jetzt ein Fläschchen? Ist das wieder so eine Dunkelheit? Weil das haben wir ja vor kurzem. Es ist keine Dunkelheit. Dann du mit einer Magiekundeprobe, also eine Aktion hast du noch. Wenn du eine Magiekundeprobe würfelst, dann sag ich es dir. Okay. Es ist definitiv, es ist eine dunkle, krankhaft aussehende Wolke. Es könnte jetzt Alchemie sein, es könnte auch was anderes sein. Möchtest du magische Analyse mit drin haben? Nee, Dämonologie. Okay. Ja. Die hast du sogar. Mhm. Dann muss ich gerade mal schauen, wie ist denn die. Das sollte eigentlich drin sein. Ja, es ist ein Brago. Du hast zwar selber noch nie gegen die gekämpft, aber es ist ein fliegendes Wesen. Es ist eine Wolke, die körperlos ist und vor allem gerne mit Angst und ja, mit Horiphobos kämpft. Sie ist nicht dem Dämon der Krankheiten zugeordnet, sondern Tagunitot. Dann hast du noch freie Aktion zum Warnen. Ja, das mache ich auch. Aber mir Brago. An 14 Jalan. Ja, stimmt. Was vorziehen, wenn du willst? Ich würde gerne meinen eisernen Willen anwerfen. Mhm. Clever. Geh mal davon aus, bei deiner Magiekundeprobe wirst du wohl. Vielleicht wirst du nicht wissen, was ein Brago ist, aber du weißt, was ein Dämon ist. Gut, kostet dich das eine Aktion oder eine freie Aktion? Ja, das mache ich in der Aktion. Gut, Jalan, 14. 3, 2. Ich fange Liturgie an, und zwar einen Heiligen Befehl, schön auf 10 Ziele aufgestuft. Ja, PP. Richtig. Das dauert jetzt in Aktionen, und den Befehl formuliere ich dann, wenn es durch ist, ja? Okay, gut. Du hattest schon die letzten Aktionen. Die letzte Zeit, ne? Eine hatte ich zum Parieren aufgewendet, also bin ich jetzt in der zweiten, dritten. Wie lange kostet das? 10 Aktionen? 10. Gut. Ihr bringt den Jungen besser schnell um, sonst passiert ja einfach gar nichts. Würdest du auch irgendwie 20 würfeln wollen? Nein. Warum nicht? Kannst du auch in 20 Aktionen zaubern.
Nein! Na gut, schade. Hätte ja sein können. Sonst wird es. Also, Isaron hatte da deutlich auch Glück mit dem W20. Gut. Ich hatte heute bis jetzt kein Glück. Ich lasse es nicht drauf ankommen. Ja, dann fängt an, Karma zu wirken. Boltax hatte einmal den eisernen Willen angeworfen. Möchtest du noch was tun? Ja, ich würde weiter gerne nach vorne gehen. Und zwar hier an die Stelle neben Jalan. Aber ein bisschen zur Seite so. Mhm. Du siehst, wie dich Jalan friedfertig anblickt und mit dem Kopf schüttelt. Okay. Ich mag das Elixier. So, Mangrace ist dran auf der 20. Er würde ganz gerne... Ach, da ist ein Fortifex vor, ne? Das weiß er ja nicht. Doch, klar. Er wurde doch jetzt durch den Fortifex weggedrückt. Ja, ja. Er schießt auf Boltax. Ja, kann er machen. Ich muss gerade mal gucken, was er geladen hat. Okay, ich hab was. Und er schießt auf Boltax 5 geschafft. Kann er denn auf Boltax schießen? Klar. Direkt vor Isaron ist doch 2 Meter eine Wand, die jetzt praktisch von da nach da geht. Ach, doch, Boltax ist drin. Er kann auch vorziehen, wenn Boltax gerade an Jalan vorbeiläuft. Ja gut. Ist in Ordnung. Wie gesagt, ich habe meine Aktion verbraucht, ich kann nichts machen. Du könntest frei ausweichen. Ja, aber bei meinem Wert ist das sehr unwahrscheinlich und da verliere ich nur ihn. Also. Okay, dann gucken wir auf Seite 66. Levitationselixier, QF. Wirkungsdauer 1 Stunde nach Ablauf der Zeit, große Anpassungsschwierigkeiten mit Schwindel und Übelkeit. Gucken wir uns dann in einer Stunde an, aber ansonsten bist du jetzt... Der Körper des Anwenders ist für 1 Stunde komplett schwerelos. Nicht jedoch seine Kleidung und Ausrüstung. Er kann unbekleidet schweben und im Kleiderzustand sehr weite Sprünge möglich. Weite Höhe, Spielleiterscheid, Berücksichtigung getragene Ausrüstung. Okay. Ja, gut. Also hält mich meine Kleidung momentan am Boden. Noch, ja. Aber wenn du jetzt... du bist noch in Bewegung, als du getroffen wirst. Das heißt, du kannst das nicht wirklich abbremsen. Okay. Das heißt, du wirst jetzt hier in der nächsten Kampfrunde wirst du voll gegen diese Wand donnern. Wenn ich ihn jetzt anstupse, kullert er dann durch die Gegend? Ja, also du kannst ihn mit einer freien Aktion. Ja, ich finde das schon sehr, sehr. Es ist sehr arschig. Ich wollte gerade sagen, in der Liturgie drin. Also genau, ja, nur. Ich wollte gerade sagen, also mit einer freien Aktion kannst du ihn sicherlich irgendwo schubsen, aber das ist schon sehr gewalttätig, gerade wenn er sich nicht abfangen kann. Mangrace hatte geschossen, eine Aktion und lädt einmal nach Asavo versucht, sich um den Brago zu kümmern. Brago Würfel Horiphobos. Wir hatten das schon mal geklärt, ne? Er hat eine 18. Mhm. Herr Prüfling ist auf einen W20. Ich würde dann vorziehen, wenn es geht. Können wir gleich machen. 18 minus 5 sind 13. 13. Die MR ist definitiv nicht 13 bei Asavo, zumindest noch nicht, weil er keinen eisernen Willen aktiviert hat. Das heißt, er wird abhängig vom Horiphobos. Hatte ich eben auch offen. Das hängt von den ZFP Sternen ab dann. Ja, genau. Bam 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 bam. H. Wie viel hat er? Warte. Welche Seite ist denn der? Seite 121 im Libakantion ist. 121. Danke. Dann kannst du mal mit 4 ZFP Sternen rechnen. Das Opfer fürchtet den Zaubernden und wird, wenn möglich, zurückweichen. Das heißt, er hätte ihn jetzt gar nicht angreifen wollen, weicht aber zurück. Hat Angst vom Brago. Brago ist durch, 21 Abelbier. Ich würde gerne aus meinem Stab ein Guardianum-Schild gegen die Mondzauber ziehen. Mhm. Eine Aktion. Gut. Nächste Aktion. Plus Siebprobe. Warum kann ich da nicht aus Skill, aus Talentmagie würfeln? Die gar keine Eigenschaften eingetragen sind. Genau, wahrscheinlich nicht. Kannst auch einfach 3W20 würfeln. Ich gehe mal. Wie hoch ist denn dein Ritualkenntniswert? 11. Ja, dann kann man da schon mal drauf würfeln. Ja. Oh. Ja, das wird er aber schaffen. 20? Ich habe eine 4, der letzte Wert ist auf Flinch, Charisma. Ich habe eine 15. Ah. Knapp gescheitert. Schade. Gut. Tox mit dem Schwert, mit dem Stab auf dem Boden. Erste Aktion, nochmal. Erst verwundert, wenn nichts passiert und würde mich dann nach vorne bewegen. Gut. Aktion, Position.